Was meint ihr? Denkt ihr, das könnte was werden? Wow. Wow. Look at those palm trees. Damn. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist noch der 10. Juli, 23.32 Uhr. Ich dachte, ich starte den Vlog einfach mal jetzt. Einfach aus dem Grund, weil ich eben gerade groß shoppen war. Groß shoppen in dem Sinne, dass ich keine Klamotten gekauft habe. Nein, ich kaufe tatsächlich sehr wenige Klamotten. Ich habe eine neue Vlog-Kamera gekauft. Ich hatte euch ja letztens gefragt, ob ihr euch eine bessere Vlog-Qualität wünschen würdet. Und tatsächlich haben, glaube ich, 95% von euch gesagt, nein, das reicht völlig aus. Aber ich muss ehrlich sagen, ich schaue mir die Vlogs ja selbst auch immer wieder an, beim Schneiden und sowas natürlich. Und ich bin ein bisschen momentan so gar nicht zufrieden mit der Qualität. Das Mikrofon klackert ab und zu funktioniert es auch nicht und man hört mich super stumpf. Zusätzlich finde ich auch die Bildqualität ganz oft nicht wirklich zu 100%ig überzeugend, dass ich jetzt sage, geil. Und das Krasse ist auch dieser Autofokus. Jetzt scheint er, seht ihr das? Der ist auch nicht wirklich so super berauschend. Des Weiteren wollte ich auch noch so eine kleine kompakte Lösung haben für unterwegs, sodass ich meine große fette Kamera nicht mitnehmen muss, mit der ich meine Videos drehe, aber trotzdem noch cool shooten kann, wenn ich unterwegs bin, coole Vlogs drehen kann, cinematische Clips drehen kann und einfach wieder ein bisschen diese Lust an meinem Hobby finden kann. Denn wie ihr wisst, ich liebe es eigentlich, aufwendige Videos zu drehen und zu schneiden, aber das kommt meistens einfach zu kurz, weil ich zu faul bin, die große Kamera rauszuholen. Deswegen habe ich mir gedacht, muss so eine kleine mittlere Lösung her. Welche Kamera genau es geworden ist, erzähle ich euch, sobald sie angekommen ist. Ich habe sie auf jeden Fall heute bestellt und ich denke, sie müsste eventuell, wenn ich Glück habe, Freitag ankommen oder Samstag oder spätestens dann halt Montag. Neben der Kamera bestelle ich jetzt auch noch schnell so eine kleine Handyhalterung für den Schreibtisch, einen Kamerarucksack, denn es wird endlich Zeit, einen geordneten Kamerarucksack zu haben. Zusätzlich noch eine kleine Schutzfolie für die neue Kamera und dann zeige ich euch am besten die Sachen wirklich, wenn es einfach angekommen ist, weil so jetzt auf dem Dings ist irgendwie ein bisschen blöd. Und ich habe zusätzlich auch noch heute drei verschiedene Schnittmuster gekauft. Die muss ich aber ausdrucken, aber ich muss erst noch Papier kaufen gehen. Mein Papier ist nämlich leer gegangen, nachdem ich Buchhaltung gemacht habe. Hm, war es ein Munter. Guten Morgen, was ist das eigentlich für ein Wetter? Also, wir brauchen Regen und sowas, das wäre wunderbar. Aber wenn es schon kalt ist, dann kann es halt auch wenigstens regnen. Heute regnet es jetzt endlich mal so ein bisschen. Aber ich bin ja eher der Fan von, entweder soll es regnen, damit es so richtig jetzt gerade im Sommer gut tut. Den ganzen Pflanzen und sowas. Oder es soll halt wirklich Sommer sein. Aber so ein Wischiwaschi ist irgendwie so ein bisschen untypisch. Bin gespannt, ob dieser Sommer so das komplette Gegenteil wird von letzten Jahr. Keine Ahnung. Also ich war ja gerade bei der Hitzewelle, war ich ja nicht hier, da war ich in der Schweiz. Aber an sich ist es auch keine lange Hitzewelle, 3-4 Tage im Vergleich zu dem, was wir letzten Jahr hatten. So, es ist relativ früh. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Werde mal schauen, was ich so finde. Aber ich konnte noch keinen Großeinkauf machen, weil meine Batterie ja immer noch leer ist. An dieser Stelle mal ein kleines Update zu meiner Haut, weil ich heute wirklich auch sehr zufrieden bin. Ich finde, in der Kamera wirkt es immer viel stärker. Da sind die Kontraste viel höher. Ich habe euch die Kamera mal so umgestellt. Und zwar auf ein natürliches Farbprofil. Wie ihr seht, die Farben wirken viel, viel lebloser. Davor filme ich eigentlich meistens immer mit so einem leicht erhöhten Kontrast. Einfach damit die Farben ein bisschen lebendiger wirken. Und ich in der Nachbearbeitung nicht wirklich was machen muss. Genau. Aber zum Thema Haut, um das euch da zu zeigen, ist es eigentlich besser, wenn es halt so ein natürliches Farbprofil ist. Denn so stark, wie ihr meine roten Punkte seht in dem anderen Farbprofil, so stark sind sie nicht in echt. Also wenn ich in den Spiegel sehe, sind sie einfach nicht so stark. Genau, das ist momentan mein momentanes Hautergebnis. Wie ihr seht, ich habe nichts Akutes. Hier war was Akutes vor längerem. Wo noch? Ich glaube, ich hatte hier auch was. Aber ansonsten muss ich sagen, ich finde insgesamt, gerade wenn ich so rumlaufen würde, ich würde sofort sagen, ja, ich laufe jeden Tag so ungeschminkt rum. Das stört mich überhaupt nicht. Ich muss ja ehrlich sagen, ich benutze in letzter Zeit regelmäßig Augencreme. Ich habe noch eine gehabt von Paola Maria, von ihrer Marke, wie heißt es, Lovely, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Das ist jetzt auch keine bezahlte Werbung. Ich hatte die damals gekauft bei ihrem Launch und habe irgendwie Augencreme einfach gesucht. Habe die Ewigkeit nicht benutzt, jetzt benutze ich sie regelmäßig. Bin eigentlich ganz happy, außer diesem Gefühl. Ich mag dieses leicht klebrige Gefühl danach nicht. Deswegen würde ich mich an dieser Stelle sehr über Empfehlungen von euch freuen zum Thema Augencreme. Habt ihr auch irgendwie Erfahrungen mit Bahabur oder sowas? Ist ja ein bisschen teurer, wurde mir aber irgendwie auch ans Herzen gelegt. Also schreibt sehr gerne, falls ihr irgendwelche Augencreme-Empfehlungen habt.
oder gerne auch irgendwas Natürliches, was man für mehrere Sachen verwenden kann, immer her da. Und jetzt stelle ich euch mal kurz wieder auf das andere Profil um. Tada, das ist der Unterschied. Wie ihr seht, es wirkt etwas lebendiger als vorher. So, ich muss jetzt anfangen, mein Video zu schnibbeln. Ich habe soeben ein neues Paket erhalten. Das ist eben gerade angekommen. Und zwar habe ich ein neues Brautkleid bestellt für meine Reihe Hochzeitskleider umnähen. Das Kleid hat 35 Euro gekostet. Das ist gebraucht. Tut mir leid, falls derjenige das sieht, der das zur Hochzeit getragen hat. Mir gefällt es überhaupt nicht. Nein, es gefällt mir einfach nicht. Es ist nicht mein Stil. Wenn es jemand schön findet, ist es wirklich toll. Aber wisst ihr, warum ich das nicht mag? Weniger aufgrund des Schnittes, sondern aufgrund der Stoffart hier. Das fühlt sich an wie Neoprenstoff. Und dementsprechend finde ich das einfach von dem Gefühl her und von der Optik nicht so schön elegant. Und man sieht, dass das irgendwie gefühlt nicht hochwertig ist. Nette Idee, das hier alles, aber... Also, ich weiß nicht. Interessant, was sagt ihr? Findet ihr, das ist ein No-Go? Ich finde, No-Go gibt es ja bekanntlich nicht. Aber es ist irgendwie schon so eine Sache, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es echt nicht so schön. Ich habe da schon so ein paar Ideen. Hier muss ich noch so ein bisschen gucken, wie ich das handhaben könnte. Ob ich das wegmache. Aber ich glaube, das Kleid hat Potenzial, um es umzunähen. Zumindest wird es mir das nicht so schwer machen, in dem Video das irgendwie umzustylen. Ich glaube, wir können hier mit ganz, ganz viel Tüll arbeiten, weil beim letzten Mal habe ich hier gar kein Tüll verwendet. Davor habe ich Tüll verwendet und ich habe das Gefühl, dass ihr so ein bisschen mehr auf Tüll steht. Oder dass zumindest natürlich mehr Eindruck macht, einfach vom Vorher-Nachher, weil die Änderung größer ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir mit dem Kleid machen werden. Das steht so die nächste Woche, beziehungsweise übernächste Woche dann an, das umzunähen. Ich muss aber natürlich erstmal Stoffe besorgen, eventuell irgendwelche Perlen, Verzierungen und sowas. Und deswegen dauert so ein Video dann meistens ein bisschen länger. Ansonsten ist heute leider kein weiteres Paket angekommen, obwohl ich noch ein anderes so gebrauchtes Hochzeitskleid bestellt habe. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Mein Leben ist so herrlich spektakulär. Die letzten 3-4 Tage war ich einfach eingesperrt. Ich bin übrigens bei Skillshare und nein, leider werde ich nicht von Skillshare gesponsert. Schön wär's, falls ihr das Video seht, bitte. Danke, tut euch keinen Zwang an, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ob ihr alle wisst, was Skillshare ist, aber ich dachte, ich nehme mir mal kurz die Zeit, bevor ich jetzt einkaufen gehe. Das ist nämlich mein Plan. Ich habe nämlich ein Arsenal an Pfandflaschen. Oh, ja. Autsch, das meinte ich. Sobald wir im neuen Haus sind, sagen wir den Pfandflaschen übrigens Ade. Das ist einer meiner größten Ziele ever, ever, ever. Nur um das mal, bevor ich... Ich werde wahrscheinlich sowieso fertig gemacht, deswegen... Auch wenn man sich bessern will, man wird trotzdem wahrscheinlich sowieso angefeindet. Ich in meiner Position hier sowieso. Aber zurück zum Thema Skillshare, das ist nämlich eben gerade wichtiger. Bei Skillshare ist es so, dass ihr Online-Klassen habt. Es wurde so viel Werbung gemacht, ich habe mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Ihr kriegt bei ganz, ganz vielen Influencern, vor allen Dingen amerikanischen Influencern, solche Probe... Monate, also ich habe die ersten 3 Monate gratis gemacht und habe jetzt, glaube ich, jetzt ein Jahr lang dann so ein Abonnement und ich habe heute so ein Produktivitäts Online-Class gemacht. Es geht 1 Stunde 20, ich finde, das geht. Ist jetzt nicht so lange, ich mache das auch immer so häppchenweise und ich finde, ich habe da echt einiges Neues gelernt. Es gibt dort was zum Nähen, es gibt auch was zum Thema Online-Marketing, zum Thema Freelancen, zum Thema Fotobearbeitung, Videobearbeitung, alles, was ihr euch eigentlich so vorstellen könnt. Ich lasse euch den Link mal unten, falls es euch irgendwie interessiert, sowas in der Art zu machen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde sowas eigentlich ganz cool. Man muss sich halt einfach nur die Zeit nehmen, nicht einfach nur ein Abonnement abschließen, deswegen ist so Gratis-Monate nicht schlecht. Genau, das so an dieser Stelle als Empfehlung. So, ich werde jetzt meine Pfandflaschen abgeben. Das ist jetzt erstmal der Plan, sehr spektakulär. Okay, und hoffentlich kommt Damian gleich vom Fußball oder vor dem Fußball am besten noch und baut mir meine Autobatterie ein. Ich will meine Autobatterie wieder haben. Und so passiert das, dass ich die ganze Zeit sage, ich gehe in 10 Minuten einkaufen. Ich habe nämlich eben gerade was entdeckt, als ich mein Portemonnaie gesucht habe, und zwar zum Thema Wandfarbe im Bad. Habt ihr Wandfarbe im Bad? Also... Ich meine natürlich nicht weiß, sondern eine andere Art von Farbe. Genau, ich habe mal so ein paar Sachen letztens in einem Baumarkt mitgenommen. Verschiedene Farben. Ich zeige euch sie am besten mal und erzähle euch so ein bisschen, was ich mir so überlegt hatte. Und zwar wollen wir einen Teil Wandfarbe haben. Ich habe jetzt hier verschiedene Farben zusammen. Das Lustige ist, das hier wirkt super gräulich, ist aber tatsächlich noch mit einem kleinen lila Stich. Ich persönlich finde nämlich diese Wandfarbe super interessant. Vielleicht muss man sie doch nochmal mit einem etwas stärkeren Rosé nehmen. Das wäre nämlich dann so ein Altrosa. Ich hatte nämlich vorher auch dieses Altrosa überlegt. In der Kamera wirkt das alles irgendwie nicht so krass. Hier sieht es aber
heftiger aus. Finde die Farbe aber persönlich auch sehr interessant, weil es warm ist, aber trotzdem noch so einen Altrosa-Touch hat. Gerade auch zu diesem Boho-Look sehr schön passen würde. Ich muss ehrlich sagen, dass ich eher wegtendiere von so einem Blauton, weil ich das persönlich einfach ein bisschen zu kalt finde. Genauso wie auch so ein Grünton, der mir auch schon wiederum etwas zu krass ist. Trotzdem habe ich das irgendwie einfach mal mitgenommen, nochmal so als Unterschied. Für mich wäre interessant zu wissen, findet ihr sowas Wärmeres schöner oder sowas Kälteres, gerade im Bad? Ich zeige euch gleich nochmal das Bild, was ich als Inspiration gefunden hatte, was so unsere Inspiration ist. Und ich habe dann aus Spaß einfach mal noch das hier mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennt, aber doch, jetzt sieht man es. Das sind solche Metallic-Farben. Ich habe mir gedacht, falls wir vielleicht nur eine Wand farbig machen, könnte es vielleicht ganz interessant sein, diese oberste Farbe zu nehmen und eine Wand einfach damit zu bemalen. Wäre mal was so komplett anderes. Wollte ich mir einfach mal offen lassen und das einfach so als Reminder mitnehmen. Strange Perspektive. So, wo war mein Handy? Ach, mein Handy ist hier. Das ist das Foto, was ich euch zeigen wollte als Inspiration. Ich hatte das lustigerweise Damian schon mal geschickt. Dann hatte ich es nach einem halben Jahr wiedergefunden, fand es immer noch cool. Und dann dachte ich, okay, dann muss das Bad halt so in die Richtung gehen. Wir wollten ja auch so eine, Holzoptik, dann solche weißen kleinen Fliesen und da wir das halt nochmal absetzen wollten und also nicht alles hochfließen wollten, sondern halt nochmal Wand haben wollten, dachte ich halt, dass geradezu sowas, solch ein leichtes Altrosa, wunderschön zu so einer Einrichtung passen könnte. Was meint ihr? Denkt ihr, das könnte was werden? Wäre nochmal was so komplett anderes im Vergleich zu dem, was hatten wir letztens? Grau, was wir hatten. Wir haben trotzdem noch schwarze Armaturen, einfach weil wir die ein bisschen schicker finden. Wir haben die jetzt auch schon bestellt. Freistehende Badewanne. Zeige ich euch aber dann alles, wenn das halt einfach noch ein bisschen mehr da ist. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen mehr Leben, nur um das mal so kurz anzuschneiden. So, jetzt gehe ich aber wirklich einkaufen, weil so langsam wird mir auch schlecht und ich habe hier echt nichts mehr zu Hause. Und ich muss mir jetzt einfach mal überlegen, was ich Leckeres essen kann. Also, willst du Licht haben? Achso, Entschuldigung. Schon wieder. Schon wieder. Richtige Abwechslung hier, ne? Schon wieder. Achso, jetzt hat Damian auch Licht. Und, funktioniert's? So, ist nicht normal, dass ein Auto nach, jedes Mal nach 3-4 Tagen stehen. Noch nicht mal 3-4 Tagen. Also schon 10 Tage, oder? Im Laden der Batterie und das Werkzeug sollten wir einfach direkt ins Auto. Also bald Geburtstag. Haha. Ich weiß, was ich dir schenken kann. Und das ist, du hast gesagt, du willst was Sinnvolles. Sophia wünscht sich immer was Sinnvolles und jetzt, dieses Jahr, kriegt Sophia was Sinnvolles. Versprochen. Guten Morgen, es ist ein neuer Tag. Es ist schon wieder mittags. Ich habe heute Morgen was für Instagram ready gemacht und jetzt ist eben gerade die Post gekommen. Ihr wisst ja, was ich bestellt habe. Hatte ich am Anfang des Videos ja schon angekündigt und zwar eine neue Vlog-Kamera. Sie ist angekommen mit dem passenden Kit-Objektiv. Kit-Objektiv sind immer die Objektive, die sozusagen schon im Set dazukommen. Ihr könnt aber auch die Kamera ohne Objektiv kaufen, nur da dieses Objektiv weniger als 100 Euro gekostet hat und das auch empfohlen wurde. Und damit erstmal zu beginnen, dachte ich, okay gut, dann mache ich das erstmal. Und wenn es mich dann so überzeugt über die Zeit, auch mit der Nutzung und sowas, dann stocke ich meistens dann im Nachhinein mit den Objektiven auf. Bin mega gespannt. Oh mein Gott, das sieht so kompakt aus. Ich liebe es, neue Elektroniksachen auszupacken. Das ist so eine Genugtuung. Das ist die Kamera. Keine Produktplatzierung, schön wär's. Muss man ja immer so schön mit dazu sagen. So, ich mach's dir jetzt erstmal auf. Das Siegel ist dran. Das ist so crazy, ich liebe es. Und dann schauen wir doch mal rein, wie groß diese Kamera tatsächlich ist. Ich habe sie noch nie live gesehen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich kaufe Kameras oder sowas nicht, weil sie schön aussehen, sondern einfach, weil das Feature mich so interessiert. Und diese Kamera habe ich, seitdem sie im Februar rausgekommen ist, die ganze Zeit so beäugelt und dachte so, oh, ich will sie unbedingt haben. Und ich habe Ewigkeiten nachgedacht. Und dann habe ich so ein bisschen gehört, dass von der Kamera hier der dritte, also ich habe sozusagen die erste Version, es gibt schon die zweite und dann habe ich gehört, dass dieses Jahr noch die dritte Version rauskommen soll, also die Mark 3. Und dann dachte ich mir, okay, dann warte ich, bis die online kommt und jetzt ist sie rausgekommen und ist dann in 2 Wochen erhältlich zum Kauf. Ich habe aber schon so ein paar Probeclips gesehen und ich muss ehrlich sagen, ich bin so enttäuscht gewesen, so enttäuscht von dem Nachfolgermodell davon, dass ich dann dachte, okay, warum habe ich gewartet seit Februar? Total sinnlos, weil ich mich jetzt doch für die Sony entschieden habe, aber jetzt weiß ich wenig. Es hätte mich geärgert, wenn die nämlich besser gewesen wäre. Jetzt fangen die ernsthaft an, den Garten zu machen in diesem wundervollen Moment. Okay, erstmal zur Kamera.
Ui, die ist ein bisschen schwerer, als ich dachte. Aber ich würde sagen, es geht noch. Das Objektiv ist schon dran, das hätte ich gar nicht gedacht. Wow. Wow. Warte mal. Ah, okay, das ist das seitliche Ding. Ich dachte eben gerade, warum ist denn das so laut? Genau, wir haben hier die Sony Alpha 6400. Ich habe mich so gefreut im Februar, denn ich wollte ja schon Ewigkeiten eine Sony haben. Allerdings waren alle diese kleineren Sonys ohne Klappdisplay. Die hier hat jetzt ein Klappdisplay. Ich hoffe, das Ganze funktioniert jetzt irgendwie so intuitiv, dass man nach oben klappen kann. Ich habe es jetzt endlich gecheckt mit dem Hochklappen. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass das hier so weit weg ist. Ich finde solche Gelenke immer sehr anfällig. Ist zumindest das, was ich in meinem Maschinenbaustudium gelernt habe. Gerade bei solchen Kleinteilen. Ich muss aber ehrlich sagen, es fühlt sich relativ hochwertig an. Man kann sie gut halten. Sie ist etwas schwerer als die hier, aber ich muss ehrlich sagen, es ist noch okay. Es ist auch von der Größe okay, völlig okay. Und das wird jetzt auch unser neues kleines Bubu, um am Wochenende eine Hochzeit zu shooten. Deswegen muss ich mich vorher noch ein bisschen reinarbeiten, bevor ich hier loslege. Also ich finde sie wirklich super schön. Sie ist natürlich größer als die kleine, aber so what? Ich wollte eine bessere Qualität für euch haben und ich hoffe, dass das Mikrofon gut ist. Das Einzige, was mich jetzt schon stört, hört ihr das? Ist natürlich fürs Vloggen so eine Sache, ne? Man redet, man hat das die ganze Zeit neben dem Mikrofon. Ich glaube, ich werde sie entweder abkleben, sodass man sie nicht hört. Ja, das wird wahrscheinlich mein Fall sein. Ich werde es wahrscheinlich einfach abkleben. Bin sehr gespannt. Das wäre auf jeden Fall die Kamera, die halt auch unsere große, fette Kamera, ich glaube, das hatte ich schon gesagt, ersetzt, wenn wir unterwegs sind, damit wir halt einfach ein bisschen Kameras reduzieren. So, die lassen wir jetzt erstmal laden. Ich kann jetzt eigentlich kaum abwarten, aber das Paket ist da. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal nochmal anderen Dingen widmen. Ich schreibe eben gerade das Skript für mein Bikini-Hosen-Video fertig. Und dann wollte ich eigentlich noch zu Stoff und Stil gehen, denn ich wollte ein bisschen Tüll einkaufen, beziehungsweise will ich erstmal Mittag essen. Ich habe nämlich so viel Hunger. Wow, es springt wieder an. Crazy, crazy. Los geht's. Ich erzähle euch aber mal kurz was zu meinem Brautoutfit. Wow, ich habe einen halben Tag. Geil. Oh, mein Akku ist gleich sehr blöd gelaufen. Trotzdem kurz was zum Brautoutfit. Es ist ein weiteres Kleid angekommen. Zum Thema Brautoutfit, es ist ein weiteres Secondhand-Kleid angekommen. Ich zeige euch das gleich, sobald ich wieder zu Hause bin. Und ich habe ja die Schnittmuster gekauft. Und diese Schnittmuster habe ich nicht einfach so gekauft, was ich eben gerade erzählt hatte. Dafür brauche ich jetzt einfach ein bisschen Probe-Satinstoff. Also erstmal ein minderwertigerer Satinstoff. Denn ich habe noch nie mit Satin genäht und ich will das erstmal so ein bisschen üben. Ich habe jetzt erstmal fürs Unterteil, okay, ich glaube, es ist zu laut, ich erzähle es euch gleich. Jetzt regnet es nicht mehr so stark, dementsprechend ist es ein bisschen einfacher zu filmen. Ich war eben gerade schon im Stoffladen drin. Ich habe zwei verschiedene Stoffe gekauft und zwar habe ich zum einen erstmal weißen Tüll gekauft. Diesen weißen Tüll, das ist so Bridal, also so Brauttüll, der ist nicht so grob, aber auch nicht so super weich. Ich wollte etwas, was so ein bisschen Struktur, also Aufbau behält. Und zwar habe ich den Tüll gekauft für das Secondhand Makeover Thrift Flip Video, also nicht für mein eigenes. So, dann habe ich hier noch einen Mikrosatin gekauft. Das ist dieses ganz klassische Satin, was man so kriegt, was so ganz glänzt. Und zwar ist das hier wirklich Probestoff zum Probieren für mein Brautoutfit. Ich habe das jetzt erstmal gekauft, ich habe einfach erstmal etwas günstigeres gekauft, wo ich einfach nur sehen kann, ob mir es gefällt, wie der Stoff fällt. Und ich habe extra auch einen passenden Garn dazu gekauft. Ich habe mich auch extra nicht für weiß entschieden, aus dem Grund, falls mir das Ganze gefällt, dann will ich es natürlich behalten und will die Hose dann auch so zum Beispiel als Hochzeitsgast oder für irgendwas Festliches tragen. Also ich will das nicht für die Katz nähen, sondern ich will das wirklich sinnvoll verwenden, den Stoff, und das nicht einfach so als Probeteil und dann schmeiße ich es weg. Nee, nee. Deswegen habe ich extra nicht weiß verwendet, damit ich es halt einfach noch trage danach. Dann habe ich noch zwei Sachen gekauft, die mir halt einfach fehlen, die man halt nicht so viel haben kann, wenn man gerne näht. Einmal Gummiband, 1 cm breit, und dann noch solche zwei Maßbänder, denn ehrlicherweise, ich habe keine Ahnung, wo meine Maßbänder geblieben sind. Und da ich das ständig brauche und mir das letztens so krass gefehlt hat, habe ich mir gedacht, kaufe ich jetzt einfach mal nach. So, alles wieder zusammen machen und ab geht's nach Hause, und dann kann ich endlich die Schnittmuster ausdrucken und zusammenkleben. Das ist noch eine Aufgabe für heute, genau. Beziehungsweise, ich glaube, ich fahre noch zu Damian, oder? Ich glaube, es stand auch noch auf der To-Do-Liste. Druckerpapier einkaufen, wenn es regnet? Schlechte Idee. Wird vermerkt für zukünftige Einkäufe, Druckerpapier-Einkäufe. Ich hoffe, das äußere Papier hat das meiste rausgehalten, aber ich bin gerade echt durch den Regen gerannt. Hier kommt es runter wie blöde momentan. Wahnsinn, das habe ich selten erlebt, finde ich, im Sommer, dass es wirklich so zwei Tage am Stück
so gefühlt unaufhörlich regnet. Zwei Dinge sind angekommen. Zum einen das Brautkleid, das wollte ich euch ja mal kurz so zeigen. Und zwar ist es so ein Satin-Mix, würde ich mal sagen. Es glänzt ganz schön. Es ist, wow, doch viel größer, als ich dachte. Ich finde, es sieht mehr aus wie ein Nachthemd. Ich weiß noch nicht, ob ich das verwende für ein Video oder nicht. Ich habe da jetzt für, glaube ich, 15 Euro mit Porto und allem bezahlt. Ich dachte, ich schaue mir das einfach mal an. Vielleicht kann man dafür ein Video irgendwas rausholen. Geruch ist interessant. Ich glaube, da hat jemand Parfüm in das Kleid mit reingesprüht. Mal schauen. Das werde ich mir dann nochmal genauer angucken und zeige ich euch dann nochmal genauer. So, was anderes, was ich bei Amazon bestellt hatte vor 2 Tagen, ist eine Handyhalterung, die so verstellbar ist. Eigentlich einfach, damit ich einfacher Stories abdrehen kann. Amazon Basics, die haben jetzt sogar eine eigene Marke. Das ist verrückt, oder? Boah, das Teil ist ja mal übelst schwer. Das hätte ich ja mal niemals gedacht. Also jetzt nicht schlimm, weil ich das nur zu Hause verwende. Aber krass. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sau erschrocken bin für den günstigen Preis. Das hat mich jetzt 7 Euro gekostet. Falls ihr sowas gesucht habt, also es ist so etwas, was man so auf den Schreibtisch tut und dann kann man sein Handy dann einfach draufstellen. Dann verlinke ich euch das einfach direkt mit unten. Aber krasse Scheiße. Ich dachte, das wäre so ein Plastikding, aber das ist kein Plastik. Also es ist eine Mischung, aber mal gucken, wie gut ich das verwenden kann für die Stories. So, schön kompakt. Herrliche Farbe eben gerade. Der Weißabgleich ist irgendwie ein bisschen falsch eingestellt an der Kamera. Das ist das Kleid. Look at this. Das Kleid hat keinen Reißverschluss. Das ist auch genau der Grund, warum das hier passiert. Wenn ich das wirklich benutzen werde für ein Video, dann ist hier viel, viel zu machen. Es hat sogar noch ein Preisschild dran. Also ich finde, es sieht auch eher aus wie ein Nachthemd. Ich weiß da noch nicht so ganz. Auf dem Foto sah es nochmal ein Stückchen besser aus. Das hier ist zum Glück nur so dran genäht, also das kriegen wir ab. Nur dann ist an dem Kleid ja gar nichts Besonderes. So, passt auf. Meine erste Instanz, um so ein Kleid immer so ein bisschen brautmäßiger aussehen zu lassen. Tada, fertig. Einfach nur so ein Brautgürtel. Ja, okay, ich finde, der passt jetzt nicht zu diesem Gedöns hier oben. Aber stellen wir uns mal vor, das wäre weg. Wir machen vielleicht einen schöneren Ausschnitt dran. Vielleicht kann man hier doch noch ein bisschen Tüll drüberlegen. Vielleicht so eine Schicht, die so ganz sanft drüber fällt, mit so ganz leichten Raffungen unter dem Gürtel selbst. Das könnte vielleicht doch noch was werden. Vielleicht lassen wir die sogar dran. Nein, wir lassen die nicht dran. Was sagt ihr? Blumen ab oder weg? Ja, vielleicht habe ich sogar echt schon so eine kleine Vision dafür. Kommt aber ehrlicherweise auch drauf an, wie schnell ihr angepisst seid von meinen Brautkleid-Makeover-Thrift-Flip-Videos. Und falls ihr da schnell angepisst seid und sagt, nee, Sophia, hör mal auf damit, das nervt so langsam, dann mache ich nicht noch ein Video. Aber ansonsten halten wir uns das Kleidchen mal warm. So, und jetzt habe ich so langsam echt wieder Hunger. Ich habe jetzt das Riesenhosenschnittmuster fertig zusammengeklebt. Falls irgendjemand von euch näht, würde es mich sehr interessieren, wie ihr das eigentlich macht. Klebt ihr das dann auch immer? Ich finde, es dauert schon lange, das Ausdrucken, Zuschneiden, Kleben. Und jetzt muss man ja theoretisch wieder... Also ich habe so ein Papier, so ein Abhauspapier. Denn ich meine, die Mühe will ich mir jetzt nicht öfters machen, ne? So ein Papier und das müsste ich jetzt, glaube ich, hier wieder drüber legen, wenn ich das letzte Mal richtig verstanden habe, euren Tipp. Damit ich das Schnittmuster nicht zuschneide. Genau. Und dann pause ich das ab. Oder, was mir auch gesagt worden ist, mit so einem Kopierrädchen. Ich habe tatsächlich auch hier eins, weil ich letztens eins gekauft hatte. Und ich glaube, ich müsste dann die Schneidematte drunter legen oder nicht. Deswegen kommt es eigentlich, glaube ich, fast aufs Gleiche. Oder kopiert man das mit dem Kopierrädchen direkt auf den Stoff oder auf dieses Pauspapier. Falls ihr das wisst, lasst es mich wissen. Ich lerne immer gerne neu dazu. Irgendwo muss man ja anfangen. Und ich bin eben gerade überlegen, ob ich das schon abhause in meiner Größe. Was ich dann aus Nesselstoff probiere zu nähen, um dann zu gucken, wie die Größe mir passt und dann den Satinstoff nehme. Beziehungsweise wollte ich, glaube ich, erstmal aus Nesselstoff alle 3 verschiedenen Schnittmuster machen und dann gucken, wie ich das für meine Größe anpasse. Und vor allen Dingen ist mir ganz wichtig, wie die Weite des Beins aussieht und wie die Hose oben aussieht. Und deswegen habe ich halt 3 verschiedene Hosenschnittmuster und hoffe, dass ich es irgendwie auf die Reihe kriege als Schnittanfängerin, das miteinander zu kombinieren. Denn so langsam wird es knapp mit meinem Hochzeitsoutfit. So, ich glaube, ich pause das ab und dann mache ich die anderen Schnittmuster und dann habe ich erstmal für heute hoffentlich alle 3 Schnittmuster in Größe 34 auf diesem Papier und kann dann morgen weitermachen und das dann auf meine Stoffe übertragen, auf meinen Probestoff. 2:20, ich bin eben gerade fertig geworden mit all meinen 3 Hosenschnittmustern. Ich habe um 5 Uhr angefangen. Hallo Fokus.
Hallo. Ah, da. So, da ist er wieder. Ich habe um 5 Uhr angefangen. Das heißt, es sind jetzt 3, 4, 7, 8,5 Stunden. Nur, und ich habe wirklich nur gegessen. Und das eigentlich auch noch, während ich das gemacht habe. Ich habe eine Palazzo-Hose am Start. Ich habe eine weite Hose am Start. Und ich habe einen Hosenrock am Start. Für alle habe ich die Schnittmuster gemacht und habe für alle dann nochmal, also die ausgedruckt, zusammengeklebt, zugeschnitten und habe dann nochmal mit Pausenpapier meine Größe abgezeichnet und die ist auch schon zugeschnitten. Das heißt, ich bin eigentlich ready, um das jetzt auf Stoff zu übertragen. Das mache ich natürlich nicht mehr heute Abend. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Damian ist nämlich schon im Bettchen. Ich muss nur noch Zähne putzen und dann kann ich endlich schlafen gehen. Oh, guten Morgen. Ich ziehe meinen Pyjama weg. Das kann nicht sein, dass ich jedes Mal im Pyjama auftauche. So, wo ist denn mein Sport-BH? Sportoberteil ist angezogen. Gleich geht es für mich Richtung Sport. Ich wollte nämlich eigentlich wieder regelmäßig Sport machen. Mal gucken, wie gut es jetzt klappt heute, während Beine und Cardio. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so Knieschmerzen von den Schnittmustern gestern, weil ich halt einfach 8 Stunden lang auf dem Boden rumgewerkelt habe. Und wer das schon mal gemacht hat und weiß, wenn man auf den Knien die ganze Zeit rumrobbt, boah, das tut echt weh. Oh, eine ganze Flasche Kleber leer gemacht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Genau. Und ansonsten verabschiede ich mich, glaube ich, einfach für diesen Vlog, weil der Vlog ist schon relativ lange und ich würde ihn sehr gerne noch heute Abend online stellen. Deswegen verlinke ich euch einfach mal direkt hier den letzten Vlog. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das würde mich extrem freuen und vergesst nicht, dem Video ein Däumchen nach oben zu geben und kommentiert sehr gerne, denn ich werde jetzt wieder regelmäßiger versuchen, so gut es geht, alles zu beantworten. Letzten Wochen waren ein bisschen schwer, aber jetzt habe ich hier wieder Zeit dafür. Jetzt kann ich wieder alles beantworten. Also wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis bald. Tschüss!